Ich erhielt eine Einladung des Ministers Cem Özdemir. Die Kurzfristigkeit der Einladung, ja, die hat mich überrascht. Aber wenn wir auf die Agenda der BMEL-Delegation schauen, dann überrascht es mich keinesfalls, dass das Ministerium den Deutschen Landfrauenverband auf der Reise dabei haben wollte. Beeindruckt hat mich ein Schulessensprogramm, welches Schülerinnen und Schülern ermöglicht, täglich eine ausgewogene Mahlzeit zu bekommen, ja, mit der staatlichen Vorgabe der Verwendung eines 30-prozentigen Anteils regionaler Produkte bei der Essenszubereitung. Und ja, das stärkt wiederum ja die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und ermöglicht ihnen einen verlässlichen Absatzmarkt. Ernährungsbildung über staatlich geförderte Ernährungsräte, auch das ist beeindruckend. Aber auch kommunale Flächen im städtischen Bereich sozial schwachen Familien zur Verfügung zu stellen, damit sie dann nach Einführungsschulungen dort Obst und Gemüse für den eigenen Bedarf anbauen können, auch sehr beeindruckend. Natürlich drehten sich die Gespräche bei den deutsch-brasilianischen Wirtschaftstagen um Nachhaltigkeit, Energiewende und digitale Transformation. Das Mercosur-Abkommen war Thema, aber auch Absichtserklärungen zu Kooperationen bzw. auch der Verlängerung von Kooperationen in der landwirtschaftlichen Entwicklung wurden unterzeichnet. Ja, der unfassbare Reichtum der Natur, die Bedrohung aber auch dieser Ressourcen, ja, aber auch die Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit, Abwaldungen zu stoppen, das heißt gegen organisierte Kriminalität vorzugehen, hat mich beeindruckt, sehr betroffen gemacht hat mich die grausame Verfolgung der indigenen Völker. Es hat sich auch hier gezeigt, dass wir intensiv weiter daran arbeiten müssen, dass Frauen weltweit aus Unterdrückung, Armut und Gewalt befreit werden müssen. Gewalt an Frauen ist ein nicht hinnehmbarer Zustand. Unser Fachausschuss Frauen und Gesellschaftspolitik wird sich im April mit dem Thema häusliche Gewalt befassen und dringliche Handlungsfelder herausarbeiten. Natürlich unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse und Zusammenhänge in den ländlichen Regionen. Gewalt an Frauen ist ein Thema, ja, für das wir noch viel mehr sensibilisieren müssen. Unbedingt also einer der Gründe, uns weiter auf den Social-Media-Kanälen zu folgen.